Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magic 2014. Wir gehen nach Zendikar. Zendikar is deadly, even for veteran planeswalkers. But we need to find an elf shaman there, secretive and into some really creepy magic. He was far too eager to help me find my way. So I know he's hiding something. Track him down, find out what he knows and try to stay alive. Ja, wir werden am Leben bleiben. Wir haben, okay, was haben wir denn? Die Zähne von Nakum, Wetteifer von Expedition, Überlebe die Turbulenz und Korall von Muldaya. Okay. Dann fangen wir mit die Zähne von Akuum an. Und als neues Deck für diese Welt habe ich den Remasuri-Schwarm gedacht, denn neben Halle der Champions ist das noch ein dreifarbiges Deck. Und wie man sieht, eins muss ich noch freischalten, Macht des Waldes. Das werde ich natürlich noch tun. Ich habe halt gesagt, ich habe noch nicht alle zusammen, aber wir werden die Macht des Waldes auch sehen. Remasuri-Schwarm. Und ich habe immer gesehen, wir haben ja hier noch Sachen stehen. Das habe ich bei Innistrad gar nicht drauf geachtet. Aber dein Pfad zum Elfenschaman windet sich durch ein Labyrinth tiefer Schluchten. Du folgst einem schmalen Pfad, der in den Fels gehauen wurde. Als die Enterhaken und Fangnetze entgegenfliegen, du bist in die Länder der Chor eingedrungen. Da wollen wir mal sehen, ob wir hier was reißen können. Was haben wir denn überhaupt hier? Remasuri-Schwarm. Remasuri-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1/1. Das finde ich schon mal gut. Wuchendes Wachstum, eine Karte und zwei farblose. Ja, das ist. Wir behalten diese Kartenhand. Den Remasuri-Schwarm, also Remasuri-Kreaturen finde ich persönlich sowieso relativ gut. Also, das ist eigentlich ein dreifarbiges Deck, mit dem ich noch leben kann. Ich mag halt nur Lenkdrachen-Segler-Lehrling. Oh. Solange der Lenkdrachen-Segler-Lehrling ausgerüstet, erhält er plus 1/1 und Flugfähigkeit. Okay. So, wenn er eine Ausrüstung bekommt. So, wir haben jetzt den. Nee, noch nicht. Wir werden erstmal den Jagd-Remasuri spielen. Bekommen 2/2, weil er ja auch eine 1/1 drauf, weil er ja auch eine Remasuri-Kreatur ist. Den gleich ausgespielt haben wir dann schon 3/3. So, Artefakt, Ausrüstung, Landung. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält die ausgerüstete Kreatur plus 2/2. Das heißt, er bekommt aber auch viel Flugfähigkeit, weil er sie ausrüsten wird. Das heißt, wir können nicht blocken. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. So, wir spielen jetzt aber erstmal die ganz schnell, damit wir uns eine Ebene holen können, damit wir hier zwei Spielsteine bekommen. Eine Ebene, danke. Und werden den Jagdremasuri spielen. Dadurch bekommt er halt 3/3. Wenn die beiden rauskommen, werden wir auch 3/3. Dann haben wir hier 4 3/3 Kreaturen rumliegen. Da sind mir seine 2 Schaden, die er uns machen kann, beziehungsweise 4 durch das Land, was er jetzt spielt, für mich unwichtig. Weil Remasuri sind halt eben Masse statt Klasse. Und die arbeiten halt viel mit ihren Spezialfähigkeiten zusammen. Also. So, was haben wir denn hier? Schock. Fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Dann nehmen wir doch die Kreatur und zerstören seinen Drachensegler. Spielen noch die Spielsteine eben aus. Und können dann angreifen. So, damit haben wir 4 3/3 Kreaturen und können in der nächsten Runde gut Schaden machen. Wenn er jetzt keine Kreatur hat, die er ausspielen kann, dann ist sowieso vorbei für ihn. Aber er hat noch was. Solange der Kordurland ausgerüstet ist, hat er Doppelschlag. Aha, das bringt ihm jetzt aber auch nicht sonderlich weiter. Das schützt ihn im Prinzip eigentlich nur
jetzt nicht tot zu gehen. Wir nehmen mal einfach irgendein Land. Gerade ja auch nur ausgespielt, weil ich es hier auf der Hand habe. Und werden mit allen angreifen. Wodurch wir 9 Schaden machen. Und dann ist das ganze Ding in der nächsten Runde entschieden. Ja. Wenn er jetzt nicht noch eine Mega-Karte in der Hand hält. Nee. Die Sache ist gelaufen. Wir können die noch ausspielen. Spielen die einfach noch aus, weil wir sie haben. Ja, das sieht einfach schöner aus. Wir werden mit allen angreifen und damit haben wir dieses Duell gewonnen. So, minus 1, minus 4, minus 10. Sehr schön. Diese Gegner waren jetzt nicht so viel. Das ging so schnell, da werde ich das nächste auf jeden Fall noch hinterherhängen. Feurige Gerechtigkeit. Wetteifer einer Expedition. Der Pfad führt dich zu den Szenen von Akum, einer Reihe zerklüfteter Gipfel aus Granit. Dort liegt die Handelsmitte Metropole Affa. Ein Refugium für Abenteurer und der perfekte Ort, um ungelebte Konkurrenz auszuschalten. Sehr schön, okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Die können wir schnell ausspielen. Kampf Remasuri. Remasuri kontrolliert erhalten plus 2 und plus 0. Da kann ich mir feurige Gerechtigkeit, fügt 5 Schadenspunkte zu, deren Aufteilung. Oh, das ist gut, das ist gut. Die behalten wir. Wir spielen die aus. Den können wir in der nächsten Runde spielen. Oder spiele ich erstmal die? Nee. 01. Immer wenn der Freikämpfer aus Hader oder ein anderer Verbündeter unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine plus 1-1 Marke auf den Freikämpfer aus Hader legen. Okay. Dann, das ist nicht so schlimm. Der ist jetzt nicht so gewalttätig. Ach, guck mal an. Wir haben ein Gebirge, das heißt, dich können wir. Ach, dich können wir bald spielen. Das sieht doch super aus. Jetzt fehlt uns hier nur noch die Ebene, dann könnten wir das spielen. Immer wenn die Schlachtensängerin aus Akum oder eine andere Verbündete unter deine Kontrolle kommt, kannst du die verbündeten Kreaturen, die du kontrollierst, plus 1. Ah. Hier kommen die. Ja. Ach, das sind dauerhafte Marken. Na dann. Wir würden die verlieren, aber. Wir überspringen das. Ich werde das mit der Karte gleich machen. Da werde ich ihn auf jeden Fall weghauen. So, wir spielen die Ebene und wir spielen die feurige Gerechtigkeit auf die Kreaturen verteilt. Bestimme Kreatur, noch einen dritten und das letzte kriegt der Spieler. Und damit haben wir ihm einen Schaden zugefügt und seine ganze Batterie ist jetzt leer, weil wir diese 5 Schadenspunkte genau aufteilen konnten. Und er hat aber immer noch 22, weil irgendeine Lebensverknüpfung hatte, oder? Kann sein. Auf jeden Fall, was spielst du jetzt? Eine Mauerwerk-Puma 2-2 Artefakt-Kreatur. Die hat nichts Besonderes, die ist einfach nur ein Artefakt. Artefakte haben halt den Vorteil, dass die gegen viele Zauber immun sind. So, was haben wir denn hier noch? Das ist ja megantischer Remasuri. So, sind wir das erhalten, plus 3-3, geil. Aber wir brauchen jetzt erstmal noch Mana. Nächste Runde können wir den Kampf Remasuri schon spielen. Und den, eigentlich müssen wir den schon spielen können. Jetzt. So. Angriff überspringen, weil wir wollen diesen Bonus haben. Das heißt, wir nehmen den Schaden jetzt auch hin, wenn er kommt. Ja. Die zwei werden wir noch mal hinnehmen. Wir haben noch 13, das sollte reichen.
Und wir spielen jetzt den megantischen Remazuri. Haben 5-5, 7 und können jetzt damit angreifen. Das sieht doch schon etwas besser aus. So, damit muss der jetzt 5 Schaden hinnehmen. Wir spielen nächste Runde den hier. Wir nehmen nochmal 2 Schaden und dann können wir schon 7 und 9 und dann ist es schon fast vorbei. Immer wenn der Bade aus Juraga oder ein anderer Verbündeter unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du verbündete Kreaturen, die du kontrollierst, Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges dazu erhalten lassen. Wachsamkeit ist immer gut. Dadurch tappen die nämlich nicht beim Angriff. So, was haben wir denn hier? Remazuri-Konstrukt. Das ist einfach nur ein Konstrukt. Das wollen wir nicht, weil ich will den hier für den Bonus. So, das wird er abblocken, weil sonst ist er nämlich so gut wie tot. Mindestens ein, ja, mindestens ein muss er abblocken. So, jetzt haben wir 7-5, 9-7 und 9-7 durch diese ganzen Boni. Das heißt, wir bekommen als Schwarm, deswegen ist es ja der Remazuri-Schwarm, als Schwarm sind die stark. Einzeln sind die Karten nicht zu gebrauchen. Fügt einem Spieler oder einer Kreatur deiner Wahl 2 Schaden zu. Das ist ein Spontanzauber. Den heben wir uns noch auf. Weil den können wir jederzeit spielen. Weiter. Und werden jetzt den machen. Dadurch. Ach, wir können ja. Wir können ja. Quatsch, ich hätte gedacht. Ach, er kann ja nur einen abblocken. Den brauchen wir ja gar nicht aufheben. Ach ja, du kannst keine Karten. Ich hätte versucht, ob wir den auch vorher nochmal spielen können, aber geht nicht. Aber die Expedition ist auch hinüber.